Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werde ich auf Warriors Orochi 4 reagieren. Ja, es gab ja da diesen Hype-Livestream und das schaue ich mir jetzt an. Jetzt frage ich mich schon, ob das hier Musik ist aus dem Spiel. Wird diese Musik verwendet? Es klingt schon mal nicht nach Orochi, hier fehlen mir diese Elektro-Themes. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es für Orochi 4 ist. Weiß nicht. Also, wenn das wirklich der Soundtrack des Spiels ist, das Main-Theme, dann finde ich schon mal relativ unpassend. Ich skippe mal ein bisschen vor, weil hier scheint ja nichts zu passieren. Das geht über eine Stunde. Also, ich werde wohl viel durchskippen. Ah, da sind sie schon. Japanisch kann ich leider nicht. Nur ein paar Schnipsel vor Animes. Deswegen werde ich auch das skippen. Oh, da höre ich aber schon die gute Hintergrundmusik. Ja! Das ist Orochi 4. Ich höre es. Ich liebe es. Ich höre es. Hört ihr es auch? Okay. Ich glaube, der Anfang hatte hier nichts mit zu tun gehabt. Geil. 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 Ich kann ja auch mal Fullscreen gehen. Ist dann noch ein bisschen besser. Na, das ist halt unnötig hier. Nintendo Switch. Ja. Warriors Orochi 3 Ultimate für Nintendo Switch. Jetzt kommt schon bald ein neuer Teil und die bringen den alten Teil nochmal für Switch. Warum muss eigentlich alles für Switch remastered werden? Das ist doch so ein Bullshit. Das ist immer Yeezy Machine, Mochika. Das ist die drei Hauptcharaktere. Das will ich feiern. Das will ich feiern. Hallo, sind wir hier als Hauptcharakter? Wer weiß. Zeigt mal Gameplay. Wir sollen mal Gameplay zeigen. Sag nicht, dass ich nur rumgequatsche. Ich skippe mal wieder ein bisschen vor. Oh. What's this? Oh, okay. Jetzt geht's los. Uhuhu. Jetzt geht's los. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das ist der erste Trailer. Den habe ich mir schon angeguckt. Hätte ich auch eine Reaction zu machen können. Aber da wurde zu wenig vorgestellt. Da sehen wir Olympus Coliseum. Na, der Olymp. Es soll ein bisschen Griechenland-based sein. Na, Zeus soll ja auch dabei sein. Yo, Leuchtstab. Ich habe auch meinen Leuchtstab, der nicht vorhanden. Warriors Orochi 4. Ja, steht 3, weil in Japanisch ist es der dritte Teil. 2018. Yes. Im Herbst. Für die, die es noch nicht wissen. Im Herbst. Weltweit. Und ich werde das Spiel so heftig streamen. Sekoi! Mina-san! Genau. Ah! die ist ja kawaii! Die ist ja kawaii! Aber worum geht's? Das ist so geil. Sugoi! Der Trailer war auf jeden Fall Sugoi. Ich mag ihn. Er sieht zwar nicht viel. Man will ja auch nicht so viel vorwegnehmen, ne? Nicht so viel spoilern. Ja, schön, nice. Ich hoffe, wir sehen noch Gameplay, Mann. Ich hoffe, wir sehen noch Gameplay. Ich gebe mal noch ein bisschen. Oh. Lulinshi, yes! Dein ist die Voice 8 Outfit, nix, DW9. Tschüss, DW9. Ah, das ist wirklich, glaube ich, das ultimative Game. Noch nicht die versauten Charaktere aus DW9. Das ist perfekt. Das ist geil. Das ist super. Mitsuna Ishida. Ja, was ist mit ihm? Hauptcharakter, als ob. Ja, Yukimura Sanada. Kennen wir doch alles. Yukimura desu ne. Von Yinping. Und guck mal, der Power Ranger ist dabei. Naomasali von Samurai Warriors 4-2. Von Yinping natürlich. Den Yuanji Xushu. Das Artwork habe ich mir aber schon mal angeschaut. Also sehen wir, glaube ich, nichts Neues. Naotora Lee.
die meiner Meinung nach unnötig ist. Ich mag sie nicht. Aber Takatora Toto, so ein geiler, starker Charakter. Und wenn der auf Lidin trifft, ne, weil er sieht echt sehr ähnlich aus wie Lidin. Da könnte ich mir auch eine coole Konferenz vorstellen. Zwischen den beiden. Das müsste eine gute Konversation abgeben. Zoppi. Wangi. Gracia in ihrem besten Design, wie ich finde. Sowohl vom Kampfstil als auch vom Aussehen. Ja, was bringt mir das? Das ist halt das komplette Roster, ne? Beziehungsweise das Roster, was wir so kennen, von Dynasty Warriors und Samurai Warriors 4, aber die neuen Charaktere sind hier, glaube ich, noch nicht mit drauf. Hundun ist aber dabei! Hundun und Gyuki! Gyuki ist drauf! Na, wer ist? Ja, Shakyo. Wieso? Warum zeigst du auf Shakyo? Ich verstehe leider kein Japanisch. Himiko. Oh, yo, Kushisho! Ey, die und Daji, ne? Kotafuma. Ach, und Shengong ist natürlich auch dabei. Wie schön. Zuran. Boah, mit seinem Feuerbogen, glaube ich, da noch. Wie cool. Wie cool, wie cool. Masamune, Yasu, Mochika. Ja, ist ja schön gut. Also, es sind die Charaktere aus Dynasty Warriors 8 und Samurai Warriors 4-2. Ich überspringe das mal, weil das ist ja nichts Neues. Ja, Orochi, natürlich. Um den geht's. Oh, Moment. Ist das Zeus? Jetzt bin ich aber gespannt. Ist das Zeus? Zeus Senpai? Zeus! Es ist Zeus. 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 Das ist Zeus. Okay. Lange Haare. Engelsflügel. Ist halt der Gott der Götter. Cooler Bart. Mächtige Statur. Aber ein Stab. Na ja, gut, wenn er daraus Blitze schießt. Ist er so ein Magier? Ich dachte, er hat ein Schwert, wo er Blitze raus abfeuern kann. Weiß nicht. Bin ich gespannt. Gefällt mir aber soweit das Design. Das ist Zeus. Und das ist jetzt der Hauptantagonist? Oder was für eine Rolle wird er spielen? Man weiß es ja nicht, ne? Aber das Design ist nett. Doch. Doch, sieht auch sehr griechisch aus. Auch hier mit dem Gewand. Ja, ja. Der Gott der Götter, Freunde. Zeus. Geil. Also mir gefällt's. Eure Meinung zu Zeus in den Kommentaren. Ich skipp mal, vielleicht sehen wir noch mehr Charaktere. Ich hoffe, wir sehen noch mehr, Mann. Oh, Gameplay, noch besser wäre es. Ah, sind zwei Screenshots. Shaoyun, Yukimura, Sandra, die wahrscheinlich hier diese neuen Götterjuwelen verwenden. Für die es nicht wissen, es gibt Götterjuwelen, die irgendwie extra Abilities dann einen verleihen. Ja, da bin ich ein bisschen wieder kritisch gegenübergestellt, weil immer wenn Neuerungen eingeführt werden von Koi, kommen diese nicht gut an oder zerstören das alte Spieldesign. Muss man sehen, wie es wird. Bei Orochi weiß nicht, wie man überhaupt diese Serie versauen kann. Das wird schon eine Meisterleistung, wenn Koi das hinkriegt, dass Orochi ein schlechtes Spiel wird. Sieht ja eigentlich ganz cool aus, ne? Hier irgendwie so ein Kraftfeld. Und Shaoyun kann irgendwie im Boden eineisen mit irgendein Ability. Ganz cool. Sate. Ah. Luxun mit einer neuen Waffe? Oder sind das die Götterkräfte? Yo. Das scheinen die Götterjuwelen zu sein. Wasser-Ability? Für Okuni? Und dann kriegen die irgendwie so Wasserblasen auf den Kopf. Und was dann passiert, weiß ich nicht. Explodieren die? Können die einen dann nicht mehr treffen? Also, das werden wir wohl erst bei Release dann erfahren. Gujia? Oh, was hast du denn da für eine komische Scheiße? Ein Feuerspiegel oder was? Alle brennen auf einmal. Sieht nicht schlecht aus. Passt aber nicht zu ihm. Ich vermisse den Billardkugel. Mit den Kugeln, den er wahrscheinlich aber trotzdem noch hat, ne? Schade, dass ich nicht Japanisch kann. Könnte ich das alles übersetzen und dann könnte man noch viel mehr davon haben. Ist einfach so.
Ist das Takatora Todo? Mhm. Sind wahrscheinlich wieder die Götterjuwelen. Die In-Game! In-Game-Szene. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Karte gefällt mir schon mal nicht. Ist mir zu simpel gehalten. Und in Samurai Warriors 4 Stil. Weiß nicht. Passt nicht zu Orochi. Bei Orochi muss immer die Karte so ein bisschen futuristisch sein. Ich weiß nicht. Das ist jetzt nicht mehr der Orochi-Stil. Das ist jetzt Samurai Warriors-Stil. Das ist Götterjuwel. Okay. Ja. Ach so, es gibt eine extra Leistung. Oh, es ist wieder die Triple-Leiste. Das kann natürlich die Triple-Leiste sein. Kann aber auch die Götterleiste sein. Ja, ich denke, das ist jetzt nicht so eine Neuerung, die das Spiel kaputt macht. Also, das sieht gut aus, diese Götterscheiße. Ah, Naotora Lee. Ihren typischen Moves. Gomenasai! Jo. Honda ist auch am Start. Viele Leute von Iyasu Togawa. Ist Iyasu vielleicht der Main-Charakter dann? Man wird es erfahren. Früher oder später. Oh, was mir schon nicht gefällt, ist, dass sie mit diesen blöden Leisten über den Kopf spielen. Ah, das werde ich wieder anders machen. Okay, wenn die Offiziere reden, das ist wieder im alten Stil gehalten. Das gefällt mir schon mal. Das ist der Orochi-Style. I like it. Schön. Gefällt mir. Aber die können natürlich auch noch Änderungen machen, was auch die Karte betrifft. Wer weiß, ob das letzten Endes so bestehen bleibt. Das war wieder so eine Götterkraft. Der Kelch. Der heilige Gral vielleicht? Oh. Ach, man kann den Gral füllen. Und dann kann man ihn ausschütten mit Energieprojektilen. Das gefällt mir. Das ist cool. Schöne Neuerung. Doch, die Götterjuwelen gefallen mir. Die versauen das Spiel nicht. Ist geil. Und im Hintergrund? Samurai meets Dynasty. Kennt man auch das Theme. Den Soundtrack kennt man. Freut mich. Alte Tracks sind dabei. Oh ja, das wird ein geiles Spiel. Ich sehe es schon. Guan Yinping natürlich auch mit ihrer alten Waffe. Die nicht die Waffe von Punk D ist. Oh, wie schön. Und es sieht geil aus, grafisch. Es sieht so geil aus. Es sieht so geil aus. Man hat es nochmal besser gemacht als in Orochi 3. Yo. Yo. Alter, es ist das Spiel von Archimedes. Ist das das Spiel von Archimedes? Ich glaube ja. Es ist das Spiel von Archimedes. Wow, Feuerwelle. Coole Scheiße. Geil. Geil. Geil, geil, geil. Einfach nur episch. Laserstrahl. Yo. Und jetzt Feuerwelle gleich, oder was? Nee. Ha. Muss ich mal. Also, da weiß ich noch nicht, was man damit machen kann. Mit den Götterjuwelen. Also, das werde ich selber dann herausfinden müssen mit euch. Wenn das Spiel da ist, bei Release sofort streamen. Scheißegal, was ich zu tun habe. Es wird gestreamt. Sofort. Ich hoffe, ich kriege das Spiel schnell. Oh, alle am Brennen. Geil. Scheint mehrere Kräfte zu haben, dieser Götterspiel. Da ist wieder die Feuerwelle. Und Laser. Yeah. Oh, das kommt im Potenzial. Nice. Und er macht auch mega viel Schaden. Not bad at all. Heilung ist natürlich wieder am Start. Ziel von Dynasty Warriors. So wie man es kennt bei Orochi. Da gibt es ja nicht die Heilung aus Samurai Warriors. Wäre schön, wenn beide mal drin wären. Aber ja, es war in den Vorgängen ja auch nicht so. Und sich auch mal an die Dynasty Warriors Heilungsgegenstände gehalten. Okay. Luxun auf dem Pferd. Mann, geh doch vom Pferd runter, bitte. Bitte. Sind das die Entwickler des Spiels? Wenn ja, dann könnt ihr das Spiel nicht mal richtig spielen. Oh, komm, geht bitte von dem Pferd. Danke, ey. Luxun auf dem Pferd ist halt scheiße. Nehmt doch mal Chao auf dem Pferd, bitte. Oh! Oh, nice. Nice, nice, nice. Genau, das ist eigentlich so das 8-Move-Set. Das war eigentlich cool. Das war cool von Luxun. Mit diesem Trugbild und so. Yeah, nice. I like it. Schön, schön, schön. Also scheinbar hat jeder Charakter sein eigenes Götterjuwel oder kann man es ändern? Das wissen wir einfach nicht, ne? Das haben die wahrscheinlich gesagt, aber ich verstehe das ja nicht. Ich kann ja kein Japanisch. Falls es einer von euch kann, könnt ihr euch ja mal das Original anschauen und mir das dann sagen. Aber wer kann schon Japanisch? Naja, vielleicht ein Deutsch-Japaner. Lulin Shi ist bei den Gegnern. Ja, es war aber abzusehen, dass Lulin Shi bei Orochi ist. Dass die ein Gegner ist. Musst du von Naotora? Natürlich. Und das sind eben halt auch die Screenshots, die ich in meinen Discord-Server geteilt habe. Ich erkenne sie wieder. Da der Anker oder was es ist, der Hammer.
der in den Boden gerammt wurde. Ich erkenne das wieder. Das ist, wo wir ist die erstdesignte Map. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch noch mehr Design, noch mehr Maps. Ich spiele mal ein bisschen vor. Gefällt mir schon mal sehr gut vom Gameplay. Ja, 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 ja. I like it, wirklich. War hier nicht Lulinshi? Ist das Lulinshi? Das ist Lulinshi. Okay, das gucke ich mir noch an. Mich würde interessieren, was das für ein Schlacht ist. Ich erkenne das irgendwie nicht wieder. Ich erkenne das nicht wieder, falls es mal gespielt haben sollte. Es ist irgendwas von SW4, glaube ich, aber ich erkenne es nicht wieder. Ich habe es zu selten gespielt. Nande? Alter, wie die abgeht. Jo! Die sterben ja noch. Wenn die sterben, dann lache ich, ey. Junge, ihr könnt doch nicht sterben. Das ist bestimmt das erste Level. Nimm deine komischen Göttertypen. Oh, ist doch selbst Honda! Honda, mach doch mal was! Boah, das triggert mich schon wieder. Ja, die Götterpower, ey. Und goodbye, Lulinshi. Nice. Ja, scheint ja auch anspruchsvoll zu sein. Weiß ja nicht, auf was für ein Schwierigkeitsgrad ich spiele. Vielleicht spielen die ja sogar auf schwer. Glaube ich aber nicht. Schwer haben die mehr Leben. Vielleicht sogar easy, ey. Wenn die spielen. Wer ist denn jetzt hier der Boss? Das würde mich jetzt auch interessieren. Lubu, Lubu! The fuck? Spielt das Lubu-Theme? Ich höre es nicht raus. Nee, es ist nicht das Lubu-Theme. Wieso spielt nicht das Lubu-Theme? Und diese Anzeige unter Guardian Pink, die stirbt doch jetzt nicht, oder? Nee. Die Anzeige unter den Charakteren, den man gerade spielt, das ist wahrscheinlich die Götterjuwel-Anzeige. Wenn die voll ist, kann man da ein bisschen was mitmachen. Finde ich sehr gut. Gute Neuerung. Hat was. Tja, hättest du nicht gewechselt, jetzt verloren, Mann. Braucht ihr nicht feiern. Ihr hättet verloren. Jo. Hisohide Matsunaga. Und wer ist das? Erkenne ich jetzt nicht. Fazeng, glaube ich. Das muss Fazeng sein. Dieser Hide und Fazeng. Das sind ja die Schurken, ne? Die Schurken der jeweiligen Spiele. Die treffen aufeinander. Ja, cool. Noch mehr Gameplay? Julian Zhaoyun. Ja, die Artworks sind eigentlich unnötig, weil die sehen so aus wie in DB8. Das ist ja jetzt nichts Neues für uns. Katsuyoshi Wato Mitsunaishita. Daisuki! Ja, Katsui macht echt Spaß zu spielen. Da sage ich auch Daisuki. Mochika und Zimashi, ja, die müssen was zusammen zu tun haben in dem Spiel. Ist das die Warriors Orochi 1 Musik, die ich da höre? Im Hintergrund? Das ist die Warriors Orochi 1 Musik. Motochika. Was zeigt er die denn wieder jetzt? Oh! Oh! Zeus! Poggers! Zeus Gameplay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich fucking gespannt. Er scheint nicht der schnellste zu sein, aber powerful. Bisschen langsam als Susano. Ja, aber die Shadow. Überhaupt nicht OP, ne? Man kann die kontrollieren, diese Kugel. Geiler Scheiß, Mann. Donnerkugel, die man kontrollieren kann. Spielt Zeus! Spielt doch Zeus! Zeigt doch nicht wieder diesen blöden Autoren, den ich gerade sehen möchte. Ja, geht doch. Sie hören auf mich. Ich hab Koi unter meiner Kontrolle. Geiler Shit, Mann. Aber sicher doch. Aber sicher doch. Yo. Okay, Donnerbohnen.
Und beim hinten kommen manchmal Blitze vom Himmel. Habt ihr es gesehen? Oh Mann, macht doch nicht immer die gleichen Moves. Ah, da merkt man, dass ich Pro-Gamer bin und die nicht. Aber die Donnerkugel gefällt mir. Ja, aber in dem Moment sollte man nicht von Linkton getroffen werden. Mach mal den anderen Move, wo dein Stab wieder auflädst. Oh, man kann den so auch aufladen. Als ob. Oh, da wurden sie geht. Yo, verlier halt gegen Linkton. Yo, verlier gegen Linkton mit Zeus. Und er glitscht ein bisschen dadurch, habt ihr es gesehen? Jetzt schon Glitches im Vorführungsvideo, Feels Batman. Der Musu. Donnercool. Oh! Das erinnert mich so ein bisschen an Edel. An den Double Musu von Edel aus One Piece Pirate Forest. Nur viel, viel besser. Alter, nice. Der Musu ist lit. Der ist gut. Er ist richtig gut. Runterjumpen. Wu-Gegner. Warum ist Wu denn als Gegner? Ganing, Linkton. Auf die Story bin ich ja mal gespannt. Wirkt ein bisschen random auf den ersten Blick. Hungai. Warum muss man die wieder alle mobilisieren gegen Orochi? Mal schauen. Das ist auch geil. Blitze abschießen aus dem Zepter. Geil. Geil, 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 geil. Die Blitzkugel gefällt mir auch. Die hält die Gegner da drin. Wenn man zwei Spieler Moves spielt, kann er zwei Spieler, die dann immer kombonen, wenn die in der Blitzkugel sind. Was? Handankeschön! Wer war das nochmal, Handan? Oh, er stirbt gleich mit Zeus, ey. Zeus ist bestimmt einer der besten Charaktere und er stirbt jetzt schon, ey. Eieiei. Doch nicht deren Ernst. Ja, da werde ich mich besser schlagen, liebe Freunde, ne? Alter, mach doch nicht. Das ist viel zu risky. Hätte ich jetzt hier top, wäre es gestorben. Es sei denn, man ist unverwundbar, wenn man die Blitzkugel steuert, was ich nicht glaube. Mach doch mal R1. Tot, oder? Oh mein Gott. Gestorben in einem der ersten Schlachten auf normal oder so. Oh nee, oder? Ey, was zum... Ey, da zieht's mir noch die Fußnägel hoch, ey. Ich sag's euch, ich krieg das besser hin. Jetzt gebe ich erst recht vor, ey. Mit Zeus verloren, Alter. Was ist das für eine komische Schlacht gegen alle Wu-Leute? Vielleicht gibt's auch wieder eine Traumhochschlacht, da haben wir wieder Zeus. Er reitet ziemlich cool auf dem Pferd. Ja, das Moveset gefällt mir aber. Na, was meint ihr dazu? Tsubarashi. Zeus. Was mit Zeus? Ich kann leider nicht Japanisch. Wir klären bestimmt die Story. Controller bleibt aber noch liegen. Als ob die gleich weiterspielen und noch eine Schlacht zeigen. Würde ich feiern. Vielleicht noch ein Charakter, wo man noch nichts zu erfahren hat. Oh, Kanetsugu, the Invincible, Naoe. Und Nobunaga. Semeyabe. He's back, geil. Spielt wohl eine entscheidende Rolle. Yo, das ist ein Hype-Trailer. Yo, let's go. Zeus. Geil. Geil, geil, geil. Das hat Präsenz, ey. Garcia. Yes. Fazeng, Guan Yinping. Götterpower. Okay. Oh, gibt's wieder so eine Art Gauntlet-Mode mit mehreren Charakteren? Oh, was ist das? Oder ist es der Triple-Musu gewesen? Lu Linji. Naotoni, oh mein Gott, Sophie, oh mein Gott. Naomasa lieber's. Und die Hojo-Tante da. Alter, was zum Geier. Oh, she's back in the house mit Orochi 4. Ich hab das gesehen, ey. Orochi ist wieder da und das größte geil, Orochi. Da. Ah, nicht, kommt nicht für Xbox raus. Kann man echt vorbestellen? Müsste ich eigentlich vorbestellen. Na, ich habe noch genug Zeit. Tatakatsu, Lubu, Orochi, boah, was für eine geile Orochi-Waffe. Geil, 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 geil. Oh.
った。マタドール、マタドール。こんなんいましたよ。あれも審議なんだって。エスガイ。あ、そうなんですか。すげえ。Zeigen Sie noch was. Guckt euch diese Sense an. Wenn das nicht geil ist, weiß ich nicht. So geil sah die Orchi-Sense ja noch nie aus. Dämonen-Daji, ja, ist eigentlich ganz in Ordnung. Die Kostüme mag ich nicht. Die Daji ist ganz cool. Ach, Pegasus. Ist wahrscheinlich das Pferd von Zeus. Ist wahrscheinlich das Pferd von Zeus. Vielleicht ist es aber auch DLC-Content, würde ich mir aber auch holen. So, klar, oder? Orchi muss man so heftig supporten, wie man nur kann. Das blendet ihr mal aus hier, dieses Spiel gibt's nicht. Aber das hier, das ist schön. Für PS4. Das habt ihr nicht gesehen, das gibt's nicht. Alter. Ey. Dicken, fetten Stinkefinger an all die, sich das für die Nintendo Switch holen, die es auf der Nintendo Switch spielen. Mann, der richtige Warrior Spirit kommt doch nur bei PlayStation rüber. Da sind die Warriors Games entstanden. Richtige Warriors Fans spielen auf der PlayStation 4. Ohne Witz. Oh, sind wir hier in Chibi-Form? Okay. Chibi-Promotion. Oh, guck mal, Chibi Orchi, der sah ja kawaii aus. Hier. Lol. Und oh, Chibi Orchi X. Nice. Arigato. Was sie jetzt für Switch veröffentlichen, das finde ich ein bisschen kacke irgendwie. Naja. Wenn sie meinen. Arigato, würde ich sagen. Bye bye. Ist echt zu Ende? Jo. Ja, doch. Und vor allem hier wieder das Theme. Boah, das haben sie doch verbessert mit Trommeln. Zeus im Hintergrund. Und hinter Zeus, das ist ein neuer Charakter, den man schon sehen kann. Guckt mal. Wer ist das? Ah, die Stream, ich liebe es. Ich liebe es. Das beste Menü-Theme, was man jemals erschaffen hat in der Videospielgeschichte. Das beste Menü-Theme of all time. Wirklich. Danke mich fürs Zusehen. Eure Meinung in die Kommentare zu Warriors Orchi 4. Und ich hätte mal einen Spaß mit dem Trailer. Zeus Gameplay. Nice. Sie haben es geschafft, mit Zeus zu sterben. Das wird mir nicht passieren. Ich werde richtig das Spiel suchen und Zeus mastern. Ja? Ich werde alles mit ihm vernichten. Das wird geil. Ich freue mich drauf. Wenn das Spiel draus ist, bin ich sofort da mit dem Stream. Und wie gesagt, eure Meinung in den Kommentaren. Ich bin raus. Das war die Reaction zu Warriors Orochi 4. Bis dann und ciao. We'll be right back.